Maximale Gesundheit, maximale Ausdauer. Dann ein bisschen mehr Gesundheit. Machtwelle. Komprimierte Jedi-Kräfte oder was sind das? Okay, es sind immer noch zwei von diesen Wühlern hier. Ein mechanisches Teilboy noch. Geht doch gut voran jetzt hier drin. Das ein bisschen aufleveln hat auch schon unten bei den Alten ein bisschen was gebracht. Ich habe wesentlich mehr Schaden gemacht. Drei Jahre vor der Exekution. Zwischensequenz. Cool. Gratulation. Die Kampfkolosse abwarten zu lassen und sie erst in den letzten Zügen der Schlacht einzusetzen, hat dem Feind das Genick gebrochen. Ein strategisch perfekt gelungener Feldzug. Wir müssen trotzdem weiter wachsam bleiben. Noch einmal werden sie nicht darauf hereinfallen. Der Sieg ist jedenfalls ganz allein dein Verdienst. Sehr zum Unwillen der anderen Commander und der Elexitoren, würde ich vermuten. Meinst du? Wie kommst du darauf? Stärke, Logik und Effektivität sind unser höchstes Gut und Beitrag zum Erhalt unseres Volkes. Ein aufstrebender junger Offizier hat am Anfang seiner Karriere sehr viele Hürden zu nehmen, nicht selten gegen seine eigenen Männer. Und du bist unglaublich schnell sehr stark geworden. Also haltet ihr stets den Rücken frei. Ich werde das Gefühl nicht los, dass irgendjemand im Eispalast meine Havarie und meine Exekution geplant hat. Aber wer? Anleitung: Keine Energiespeicher erhalten. Okay, Sicherheitstür. Hier auf der Etage ist aber anscheinend nichts mehr. Gehen wir erstmal weiter. Los geht's! So, Putzroboter. Maschinenteile für Jora. Yeah!
Okay. Das war so ein beschwanzter Ekel. Jemand, den man seinen Eltern vorstellen möchte. Nee. Sorry. Objektsicht erhalten. Was ist denn Objektsicht? Ach so, damit können wir einfach Sachen sehen. Machtstoß ohne Kontrolle. Ah, aber das hat eine gewisse Verbrauchsanzahl. Okay. Das sind jetzt nicht klassische Zauber, die wir immer und immer wieder wirken können. Geht doch. Nö, nee, du hast geschummelt. Ja, hab ich. Hochempfindliches Sensormodul. Ich bin nicht gut genug. Boah, das ist eine Dreierkiste. Frech. Aber wir sind hier fertig. Ups. Also hat uns irgendjemand von den Alps exekutieren lassen, weil er neidisch war auf uns. Ich habe Maschinenteile für dich. Sie sehen äußerst brauchbar aus. Gut, dann kannst du mich ja jetzt bezahlen. Bezahlen? Nein, nein. Ich werde Ragnar sagen, dass du mir geholfen hast. Das ist Lohn genug? Hey, mein Freund hier reißt sich den Arsch auf und du kommst mit nichts um die Ecke. Ja, ja, ist ja schon gut hier. Aber sag, wie ist die Lage beim Konverter? Ich bin dort auf Corin gestoßen. Er lebt noch. Er hätte eigentlich deine Arbeit erledigen sollen. Leben ist vielleicht zu viel gesagt. Also hat er doch versagt. Ich hatte es ja vermutet. Dann bleibt ihm die Verbannung wohl erspart. Ah, das ist den wir 12 Feinde ins Gesicht geschossen haben. Als er sich da festgehakt hat. Spiel mit deinem Tech-Zeug woanders rum.
Das ist das Schwert klauen, das ist das Brot und das wäre der Aufzug, wo wir vorhin waren. Guck mal, es wird langsam. Ausgesperrt, aber besser ist für die Kleriker anscheinend. Drachenfeldzug ist die Hauptmission. Gelesen bringt Erfahrungspunkte. Unglaublich. Wir wollten tanken, haben aber nicht lange gehalten. Die Leute sind völlig verrückt geworden, haben die Tankstelle quasi überrannt und dann angezündet. Versuchen jetzt im Osten am großen Stausee vorbei zur Küste runterzukommen. Hoffentlich hält der Tank. So, dann versuchen wir die andere Mission. Okay, Aufzug habe ich markiert. Da waren wir ja schon fast. Ja, das war damals auch was. Ja. Genauso wie eben dieses Sensormodul, wo ich die Tür aufgeschlossen habe. Das brauche ich bestimmt auch für irgendeine andere Quest. Auch weil ich so viel erkundet habe, hatte ich heute so teilweise Quests, da sollte ich für Leute Sachen holen oder suchen oder irgendwo klauen. Und da hatte ich die halt einfach schon. Weil ich halt das ein oder andere schon geklaut habe. Guck mal, das ist das Zahnrad, das wird einfach immer runtergeworfen. Bereit machen. Boah, ja, ausgeliehen. Ja, oder halt gefunden. Ich habe das nur mitgenommen, damit sich daran keiner verletzt. Alle Sicherheitsmaßnahmen. Deswegen muss ich auch noch aus dem einen Schlafzimmer das Schwert klauen, damit sich da keiner holen, damit sich da keiner verletzt während was auch immer. Hatte ich eigentlich jetzt Bergbau gelernt? Ich glaube ja, oder? Wie mache ich platt? Da hüpfen hier Gegner aus der Erde, was ist denn das? Nicht mehr so nubig gerade gegen den kleinen Gegner. Das ist so eine Hütte von einem Ausgestoßenen. Erstmal seine Becher klauen, der hat eh keinen Besuch zu erwarten. Das ist eine Strafe, weil er Verbrechen begangen hat, dass ich ihm seine Becher klaue. Jetzt hat er nicht mal alle Tasten im Schrank. Teufel, bist du denn für ein gehörntes Bastard-Ding? Mir fehlt irgendwas. Ach, ich habe Bergbau gelernt.
Das Vieh mache ich platt! Ja, viel Erfolg. Ich gehe. Schlechter Zeitpunkt. Ich halte den Zeitpunkt super zum Wegteleportieren. Auch ein Weltenherz. Oh. Hi. Ich glaube, das sind Freunde. Ob ich war hier damals mal. Halt, keinen Schritt weiter, wenn dir dein Leben etwas wert ist. Commander Nezol, wenn ich mich nicht irre. Was? Wie kannst du meinen Namen kennen, Mensch? Aber ja, jetzt erkenne ich dich. Commander Jax. Aber das ist unmöglich. Man sagt, du seist... exekutiert worden? Tja, fast hätten sie es tatsächlich geschafft. Wie ich sehe, bist du nun dein eigener Herr. Und dein Gesicht. Du hast deine Elex-Kräfte verloren, nicht wahr? Das ist gut. So haben wir eine reelle Chance gegen dich. Ich will nicht gegen euch kämpfen. Nicht? Warum hast du dich dann in unsere Nähe begeben? Du bist jetzt ein Abtrünniger. Wie wir Separatisten auch. Aber heißt das auch, dass du dich unserem Kampf gegen die Elexatoren anschließen wirst? Ich werde meine Rache kriegen, und wenn ich dabei untergehe. Nun gut. Ich glaube dir. Obwohl, ich spüre so etwas wie Überraschung darüber. Ich wundere mich, wie es ein einzelner Alp geschafft hat, sich der Kontrolle des Elex zu entziehen. Auch wir versuchen, keine Sklaven des Eises mehr zu werden. Doch haben wir schwer zu kämpfen mit dem Elex-Entzug. Wir können dem Elex nicht ganz entsagen, auch wenn wir es gerne wollten. Warum seid ihr zu den Separatisten übergelaufen? Wir waren Teil einer Kommandoeinheit der Alps. Alles begann nach einem verheerenden Angriff der Berserker. Wir waren einige Tage vom Elex-Nachschub abgeschnitten. Einige von uns begannen Gefühle zu entwickeln, einige sogar zu träumen. Es kam zu einem Zerwürfnis zwischen dem vorstehenden Elexator Parsec und uns. Wir sahen, wir fühlten, etwas stimmte nicht. Es gingen Dinge in Xakor vor, die wir nicht gutheißen konnten. Elexator Parsec merkte das und ließ uns hierher versetzen. Was ist dann passiert? Wir entfernten uns von unserer Einheit und flohen in die Wildnis hier. Wir konnten nun sehen und wir wussten, die Elexatoren würden alles versuchen, um das wieder zu ändern. Die Alps beschwören den eigenen Untergang herauf. Sich den Separatisten anzuschließen, ist die einzige logische Schlussfolgerung auf die geschehenen Ereignisse. Um die Alps zu retten, müssen die Elexatoren abdanken und die alte Direktive muss wieder befolgt werden. Wir müssen uns endlich wieder erinnern, wer wir einst waren, vor den Elexatoren. Wie steht ihr zu den freien Menschen? Es muss einen anderen Weg geben, Elex zu fördern, als die freien Menschen in die Konverter zu stecken und auszubeuten. Nun, wir denken, irgendwann werden die Alps gewinnen. Aber was dann? Was passiert, wenn es kein Elex mehr gibt? Was passiert, wenn wir alle Rohstoffe verbraucht haben? Wir fürchten, das könnte den Untergang für alle bedeuten. Ihr versucht also wirklich, das Elex abzusetzen?
Wir wollen uns nicht länger damit vergiften. Wir nehmen es noch, aber es kontrolliert uns nicht mehr. Das glaubt ihr wirklich, oder? Würde ich mich so gegen die Elexitoren äußern, wenn es nicht so wäre? Nein, wir bewahren uns lediglich die Stärke des Elex, soweit es nicht unseren freien Willen einschränkt. Es wird schwer, den freien Menschen dies zu vermitteln, solange ihr es immer noch nehmt, auch wenn es wenig ist. Die Outlaws haben ihre Stims, die Berserker das Mana und die Kleriker ihren Gott. Sie werden es akzeptieren. Aber was ist mit dir? Können wir dir denn trauen? Elexitor Kallax ließ mich exekutieren. Ich schulde den Elexitoren nichts. In Ordnung. Dann hast du dich offenbar ebenfalls von ihrem Einfluss befreien können. Würdet ihr das Elex aufgeben, um einer anderen Fraktion beizutreten? Nein. Elex ist noch ein Teil von uns. Und wir werden selbst entscheiden, wie lange noch. Wir sind jetzt freie Menschen und werden nicht den einen Herrn durch einen anderen austauschen. Wann habt ihr Elexitor Kallax das letzte Mal gesehen? Ich glaube, da wart ihr beiden noch auf dem Schlachtfeld und habt zusammen gegen die freien Menschen gekämpft. Ist also schon eine ganze Weile her. Was genau macht ihr hier in Edan? Wir verstecken uns vor den Alps und versuchen zu verstehen, was mit uns geschieht. Wir beginnen, Dinge zu spüren. Was genau? Ein Gefühl der Schuld und der Angst vor dem Tod beschäftigt uns. Aber wir spüren auch Hoffnung. Hoffnung, dass die freien Menschen uns Schutz gewähren könnten. Schutz vor unseren eigenen Artgenossen. Ich könnte mit den Berserkern reden. Wenn du einem geeigneten Berserker begegnest, der sich mit uns hier draußen beschäftigt, überbringe ihm eine Nachricht von uns. Sag ihm, dass unsere Gruppe hier einen Waffenstillstand will und um Schutz vor unserem gemeinsamen Feind bittet. Du sprichst von Asyl? Egal, wie die Unterstützung aussehen mag, wenig ist besser als nichts. Es würde vermutlich schon reichen, wenn wir nicht auch noch von den Berserkern gejagt würden. Geh und sprich mit ihnen. Du bist nicht mehr so wie wir. Auf dich werden sie hören. Wo ist euer Hauptquartier? Erst wenn du uns hilfst, werden wir dir so weit vertrauen, dass wir dir solche Informationen geben. Ihr werdet von Alps gejagt? Ja, Elexitor Parsec hat uns eine Gruppe Separatistenjäger auf den Hals gehetzt. Das Mana hier in der Umgebung macht uns schwach. Die Separatistenjäger zwar auch, aber wenn sie uns erwischen, sind wir geliefert. Sie sind uns zahlenmäßig überlegen. Ich schaue mir eure Separatistenjäger mal an. Aber sei vorsichtig. Sie sind zu fünft, wie wir ausmachen konnten. Wo sind diese Separatistenjäger? Ihre letzte Position war nordwestlich von hier. Gemäß Protokoll werden sie dort auf Verstärkung warten, da sie unsere Mannstärke nicht kennen. Dementsprechend sollten sie sich noch in der Nähe ihrer letzten Position aufhalten. Wir reden später. Ich kann jetzt nicht. Nee, du musst im Tunnel stehen, alles klar. Okay, das war jetzt ein Zufall, dass wir die hier gefunden haben. Zahnradmission gleich. Geschwächter Alp, 5 Stück. Geschwächter Alp klingt zumindest so schon mal, dass wir sie besiegen könnten, auch wenn es 5 sind. Die Waldgeräusche sind ganz angenehm hier. Unter der Brücke. Das Fieber ist platt! Ja.
eingepackt? Schnell gespeichert. Pfeile mehr. Ich helfe dir. Okay, geschwächter Alp. Ich dachte, das wird einfacher. Aber die schießen einfach Feuerbälle in mein Gesicht. Das müssen früher friedliche Zeiten gewesen sein. Lassen wir noch mal. Machen wir erstmal die Aufzugheile, ne? Scheiße. Mann, ich habe mich gerade so wohl gefühlt mit dem Kämpfen und dann kommt da so eine Fünfergruppe. Da wäre noch ein. So? Hier ist das Zahnrad. Jetzt baue es wieder ein. Bist du sicher? Überleg mal. Wir müssen die Zugänge begrenzen. Wir machen uns angreifbar. Wer weiß, was passieren kann. Das war keine Bitte. Ist ja gut. Ich mache mich dann gleich ans Werk. Gib mir eine Minute. So, das war's. Jetzt sollte er wieder funktionieren. Aber wenn ich mitkriege, dass jemand Unbefugtes das Teil nutzt, bekommt er die volle Packung ab. Ja, einfach runterdrehen. Quatschen, fehlt mir die Zeit. So, und ein Level up. Okay, Waffenstillstand anbieten. Wir versuchen nochmal das hier. Wir haben nämlich noch einen Gefährten ganz im Norden. Also langsam kommen wir ein bisschen ums Deck. Was zum Fick? Wieso bist du hier an dem Teleporter? Thank you.
ist der Dino weg? Ah, sieht ein bisschen danach aus. Ja, hier vorne ist nämlich der andere Gefährte, den wir haben. Pony. Aber dafür müssen wir in die Butze rein. Lass mich schon mal. Yeah. Oho. Ja. Dunkle Zeiten sind das. Okay, wir haben zwei getötet. Okay, gegen den Robo konnten wir nichts anrichten. Selbst der Dino hat nichts geschafft. Los geht's! Heftige Flammenwerfer einfach. Wieso waren das jetzt drei? Mann, dabei hatte ich ihn einfach tot. Das müssen wir schaffen. Kann nicht sein. Jetzt schon umgefallen. Machen. Tja.
Zwei sind tot. Hier, wir haben das Steuermodul. Crowny sagt eigentlich, das reicht erstmal. Missionsziel sagt zurück. Oh, war das ein Kampf. Wir stehen einfach Zahlen auf den Zetteln. Lass mal gucken, wie was da oben uns erwartet. Lass mich nur machen! In irgendeiner Etage erwarten uns bestimmt mehr als einer und dann haben wir ein Problem. Jedem Gegner speichern. Ah.
Geht doch. Lasergewehr LT5. Das war wohl nichts. Das war wohl nichts. Das war wohl nichts. Zu einfach. Ja, wir haben 3, 4 Dietriche kaputt gemacht. Heiltränke verbraucht. Ein Erfahrungspunkte verschenken. So, nächste Etage. Ich muss mal kurz das Gewehr angucken. Er hat mich erwartet. Den Alpkommander lassen wir dann in Ruhe. Er hat ja gar keinen Schaden genommen. Schlechter Zeitpunkt. Wir haben zumindest die Sachen für Crony und ein paar Leute umgebracht, ein bisschen Missionen und ein bisschen Erfahrung mitgenommen. Hier werden Helden geboren. So. In dem Kackding waren wir gerade drin. Ich habe ein Steuerungsmodul gefunden. Mal sehen, ob wir dich wieder hinkriegen. Maggie, schöne gute Nacht, schlaf gut. Deine Waffensysteme funktionieren immer noch nicht. Aber zumindest solltest du jetzt leichtere Kommandos befolgen können. Also, du bleibst ab jetzt an meiner Seite, wenn ich dich rufe. Analyse, Steuerung, kalibriert. Jawohl, Sir. Sehr gut. Es funktioniert. Falls wir uns trennen, treffen wir uns in Nidan in den Ruinen vor Goliath. Hier sind die Koordinaten. Daten hinzugefügt. Positiv. Kümmern wir uns jetzt um dein Waffensystem. Waffensystem defekt. Verteidigung insuffizient. Hast du eine Ahnung, wo wir einen Ersatz finden? Ressourcensuche. Austausch möglich. Alle U-Einheiten. Vielleicht funktionieren die Waffensysteme von Crony O3 noch. Okay, er geht jetzt zum Treffpunkt.
stehen immer nur Zahlen auf. Wir da mal hin. Mehr weg. So ein Schlingel. Versuchen gegen die Vogel da vorne zu kämpfen. Los geht's! Okay. Der war aber auch alt, stand dran. Das müssen früher friedliche Zeiten gewesen sein. Habt ihr das auch gesehen? Du, was ist da gerade irgendwie da hinten da so weg? Ach, da ist er wieder. Nicht der Anfang. Mal sehen, ob das noch zu gebrauchen ist. Ja, ist der Anfang. So, Waffensysteme halten.
Crony fährt noch nach Hause gerade. Der ist noch auf dem Weg zum Treffpunkt. Reparieren wir dein Waffensystem. Danach solltest du wieder der Alte sein. So, das sollte es gewesen sein. Analyse. Waffensystem betriebsbereit. Sehr schön. Na, dann hoffe ich, dass du mir noch eine Zeit erhalten bleibst. Komm mit. Du hast doch schon jemanden dabei. Ja, den Berserker behalten wir noch so lange, wie wir hier unterwegs sind. Das ist die Basis, wo wir irgendwann hinwollen. Noch mal kurz ins Questlog. Ausgesperrt, ja, das ist das Ding da links. Waldputzalps können wir nicht besiegen. Nachschub für die Sätze haben wir nicht genug Brot. Das ist das Schwert aus Ragnars Zimmer klauen. Okay, so viel ist gar nicht mehr hier in Edan, was wir gerade noch haben. Gehen wir mal mit Hakon reden. Zeig mir, was du mir herstellen kannst. Ich kaufe dir auch etwas ab, wenn du willst. Hier sind Schwerter, sehr gut. Oh, minus. Da bin ich ja ganz weit weg von. Stärke 40, Geschicklichkeit 33. Ah, ist auch ein Zweihandschwert. Technik wird hier nicht gerne gesehen. Das nächste Level wäre es dann. Zeig mir, was du mir... Ich... Ja, so richtigen Blödsinn verkaufen. Krüge habe ich bisher geklaut.
Hier, Geldbündel bringen ja auch richtig Asche. 1200 Zigaretten habe ich. Die heben wir mal auf, vielleicht brauchen wir noch, genauso wie Klopapier. So, da haben wir für den nächsten neue